Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary von mir. Wir sind tatsächlich noch im Februar, es tut mir super leid, aber ja, das sind einfach noch so die restlichen Aufnahmen meiner Food Diaries. Ich bin ja samstags immer bei meinem Freund zum Frühstück und da gibt es wie immer eigentlich, ihr kennt es denke ich mittlerweile, einfach Porridge mit Leinsamen und Chiasamen, Milch und Weintrauben und dazu eine Tasse Tee. Und danach gab es bei ihm noch ein paar Merci-Riegel, ich glaube 2 oder 3 Stück. Ich esse die so gerne. Genau, die habe ich einfach zwischendurch dann noch gesnackt. So, ich bin jetzt zu Hause, bei mir gibt es jetzt so eine Art Mittagessen. Das ist jetzt auch gerade mal 12:30 oder so. Ja, genau, gleich 12:30. Ich habe vorhin noch ein paar Merci gegessen, 2 Stück. Ne, 3 Stück. Einmal Nougat, einmal Praline und einmal dunkle Mousse, glaube ich. Und ja, jetzt gerade noch so einen kleinen Schokomarienkäfer und eine halbe Mandarine und ein paar Weintrauben. Jetzt gibt es bei mir, wie gesagt, so eine Art Mittag. Einfach ein Roggenbrötchen mit Avocado, Frischkäse, Gurken und einer Scheibe normalem Käse. Dazu noch die restliche Gurke und eine halbe gelbe Paprika. Ja, das wird jetzt quasi mein Mittagessen sein. Ich habe gerade noch ein halbes normales, helles Brötchen gegessen mit ein bisschen Marmelade. So Erdbeer-Mango-Marmelade. Nee, normaler Erdbeer-Marmelade. Und genau, jetzt gibt's das. Und heute Abend mal schauen, gehen wir dann in die Stadt, weil wir heute ins Theater gehen. Mal schauen, wie das wird. Meine Kamera funktioniert Gott sei Dank gerade wieder, merke ich. Ich lasse mir das jetzt schmecken. Und mal schauen, was es heute noch so geben wird. Ich denke, eine Banane oder so, irgendwas, was noch ein bisschen länger satt hält. Ja. Also ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass das so typischer Naschtag war. Ich habe dann wieder relativ viel rumgenascht, bevor wir ins Theater gefahren sind. Und vor dem Theater gab es aber noch ein bisschen Sushi für meinen Freund und mich. Wir hatten da so Bock drauf und ich war an sich eigentlich satt. Ich hatte keinen Hunger, aber wir hatten uns das vorgenommen und ich wollte ihn da nicht enttäuschen. Deswegen gab es dann an dem Abend noch ein klein bisschen Sushi. Ich habe Vegetarisches genommen, also mit Gurke und Avocado und auch, glaube ich, noch mal ein Stück bei ihm mit Lachs probiert. Und das war dann ein wunderschöner Abend im Theater. Es war wirklich eine richtig coole Komödie, was wir da geguckt haben. Es war richtig witzig und genau, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und am Sonntag, ja, wie gesagt, ich war vom Samstag noch ziemlich satt, deswegen habe ich da nicht gefrühstückt. Bei mir gab es dann aber am Sonntag noch, weil ich bis zum Mittagessen dann doch nicht mehr ausgehalten habe, einfach noch eine halbe Scheibe Brot, die ich dann noch so gegessen habe davor. Ja, und dann gab es zum Mittagessen, weil meine Oma zu Besuch war, Gulasch von meiner Mutti gemacht. Mit Sauerkraut ist da, glaube ich, noch drin und Zwiebeln oder so, kein Plan. Und ich glaube auch saure Sahne. Ich weiß es nicht, wie meine Mom das macht. Auf jeden Fall war es lecker. Und dazu gab es selbstgemachte Knödelscheiben. Richtig, richtig lecker. Darf natürlich keine zweite Portion fehlen. Und zum Abendessen gab es dann wieder ganz normal Brot. Das waren so 3 Dinkelscheiben aus dem Rewe. Kennt ihr mittlerweile wahrscheinlich auch schon in- und auswendig von mir. Bisschen Gemüse gab es doch dazu. Und ja, dann seht ihr, was ich drauf gegessen habe. Avocado und Käse und noch ein bisschen Frischkäse. Und es war auf jeden Fall ein sehr, sehr leckeres Essen. Ja, dann geht's schon mit Montag los. Und ihr seht's, es sieht super, super lecker aus. Ich habe übrigens Ferien gehabt zu der Zeit. Da starteten meine Winterferien. Und deswegen konnte ich ganz gemütlich zu Hause frühstücken und habe mir eine riesige Schüssel Porridge gemacht. Ich denke mal einfach mit Chiasamen, Leinsamen, wie das eigentlich immer so bei mir ist, noch ein paar Mandeln und Rosine obendrauf, eine halbe Banane und dazu gab es eine Tasse Tee. So, bei mir gibt es jetzt lecker, lecker Mittagessen. Es ist tatsächlich schon um 2 gleich. Aber ich habe vorhin noch Sport gemacht und das noch gekocht. Und deswegen hat es halt einfach ein bisschen länger gedauert. Und jetzt freue ich mich umso mehr drauf. Und zwar habe ich endlich mal wieder gekocht. Es gibt heute Reis mit Erbsen, Mais, dann frischen Champignons angebraten, dann noch ein paar Möhren, Brokkoli, Kokosmilch ist drin, Sojasauce, ganz viele Gewürze und das war es eigentlich auch schon. Genau, also einfach so ein bisschen asiatisch angehaucht. Das gibt es bei mir. Ich habe unten drunter noch die restlichen Kichererbsen vom letzten Mal Kichererbsen essen. Es sind wirklich nur ganz paar. Ich dachte, mein Papa ist mit, deswegen habe ich die in eine Schüssel gegeben, weil der eben keine Kichererbsen isst. Das sind nur noch bloß, keine Ahnung, 20 Gramm oder so sind hier unten noch mit drin. Genau. Und das gibt es jetzt bei mir zum Mittagessen. Dazu werde ich jetzt ein bisschen Fernsehen gucken. Eigentlich wollte ich mich raussetzen, aber mein Papa hat sich geweigert, mit mir mitzuessen. Und da dachte ich mir, okay, dann gehe ich eben rein und haue mich jetzt mal ein paar Minuten vor den Fernseher. Rausgehen kann ich ja dann immer noch. Und jetzt lasse ich mir das erstmal schmecken.
härtesten Promi-Wettkampf aller Zeiten. Wer diesen Wettkampf gewinnen will. Ihr seht mein Abendessen an dem Tag. Es gab wieder Brot, wie immer. Und Toast, glaube ich, ist das rechts noch mit Avocado und Spiegelei. Dann habe ich noch eine Wiener dazu gegessen und ganz viel Gemüse. Und auf die Brote habe ich dann Avocado und Käse gegessen und noch ein bisschen Putenbrust. Ja, das war so mein Abendessen. Und ja, meine Eltern haben noch Kroketten gegessen mit, ich weiß gar nicht, was es dazu gab, Gyros, glaube ich, oder so. Kein Plan, auf jeden Fall musste ich mir da eine Krokette mopsen, weil ich die einfach über alles liebe. Egal wie ungesund die sind, aber ich musste da einfach eine naschen. Am Dienstagmorgen war mein Papa dann beim Bäcker früh und es gibt echt nichts Schöneres, als früh aufzustehen und frische Bäckerbrötchen zu haben. I love it. Da gab es bei mir wie immer ein Roggenbrötchen mit Frischkäse einmal und dann mit Avocado und Käse. Wie oft ich einfach Avocado und Käse esse, aber es schmeckt so geil. Und dann habe ich noch einen halben Mohnzopf gegessen. Richtig lecker. Ich glaube so halb mit Nutella und halb mit so Letta bestrichen. Einfach damit es nicht ganz so trocken ist. Liebe ich total. Dann gab es noch einen Tee. Und ja, einen kleinen Obstteller mit Weintraube und Birne. Mandarine und Birne. Da wir wie gesagt zusammen beim Bäcker früh waren, ja, habe ich mir da einen Zupfkuchen geholt. Ich hatte da so unendlich Bock drauf. Der war gar nicht so lecker, muss ich ehrlich sagen. Ich denke, der schmeckt selbstgemacht bestimmt 1000-mal besser. Und ich habe auch schon besseren gegessen. Aber ich hatte so Bock, dann noch so zum Snacken zwischen Mittag und Frühstück noch was Kleines Süßes zu naschen. Deswegen musste ich dann diesen Zupfkuchen probieren. Und dazu habe ich mir einfach eine Tasse Kaffee gemacht, mit Milch verdünnt und so ein bisschen Smacktastic. Als kleinen Nachmittagssnack, ihr seht es ja, wie gesagt, ich hatte vorhin ja den Zupfkuchen, deswegen gab es da jetzt einfach nur einen kleinen Nachmittagssnack und kein richtiges Mittag. Und da habe ich mir einfach Naturjoghurt gemacht mit Apfel und so Dinkel, so einen gepufften Dinkel, kennt ihr, denke ich, schon von mir. Ich weiß nicht, ob Banane noch mit drin war, aber Zimt mache ich auf jeden Fall immer noch mit rein und ein bisschen Honig. Dazu gab es eine Tasse Tee, darf am Nachmittag auch nie fehlen. Den restlichen Apfel habe ich dann so gegessen und da ich ja kein richtiges Mittag hatte, gab es dann bei mir zum Abendessen warm. Und da habe ich mir einfach Glasnudeln gemacht mit Pilzen und Erbsen, Möhren, Brokkoli und dann einfach noch ein bisschen Milch. Ich glaube Kokosmilch war da auf jeden Fall mit dabei. Und dann noch ganz verschiedene Gewürze. Ich liebe es, hat auf jeden Fall richtig gut geschmeckt. Und ja, da ich mich damit noch nicht ganz zufrieden geben konnte, gab es dann noch ein normales Brötchen. Das, die eine Hälfte habe ich davon so gegessen und schon angebissen, deswegen sieht es so klein aus. Und die linke Hälfte dann noch mit Avocado. Und Käse. Ja, und dann kommen wir schon wieder zum Mittwoch. Und ja, vielleicht habt ihr mein Frühstücksideen-Video gesehen. Da habe ich das Rezept für euch abgefilmt. Wenn noch nicht, dann schaut da gerne mal vorbei. Ich habe nämlich fleißig Videos gedreht in den Ferien. Unter anderem, wie gesagt, dieses Frühstücksideen-Video. Und da habe ich mir einfach Haferflocken gemacht. Die sind unten drunter so ein bisschen wie Porridge in der, von der Konsistenz. Oben drüber noch ein bisschen Naturjoghurt und dann Birne. Aufgetaute heiße Früchte aus dem TK, ein bisschen My Müsli Christmas Granola, die restliche Birne gab es ja noch so und dazu eine Tasse Tee. Sehr, sehr leckeres Essen, kann ich euch echt nur empfehlen, schaut euch gerne das Video an. Super, super lecker. Hallo Leute, ich wollte mich auch mal kurz melden. Ich war heute ein kleines bisschen fleißig. Oder was heißt fleißig? Vielleicht doch eher faul.
Ich habe heute Vormittag ein bisschen so am Laptop gearbeitet. Ihr habt es ja auch vielleicht gesehen. Ein paar Videos geschnitten und so. Und war dann ab Mittag mit meiner Freundin in der Stadt shoppen. Fleißig shoppen. Ich habe Gott sei Dank nicht so viel ausgegeben. Wirklich nur das, was ich ausgeben wollte. Wir waren im H&M. Da habe ich mir zwei Oberteile geholt. Mit denen bin ich sehr zufrieden. Und ja, dann waren wir noch im DM. Und da habe ich mir auch nur das Nötigste geholt. Abschminktücher, Rasierklingen und einen Tee. Und Desinfektion und ich glaube noch ein Shampoo, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich weiß gar nicht so genau. Nee, nur Desinfektion, Tee, Rasierklingen und was war es jetzt noch? Egal. Auf jeden Fall nur wirklich das Nötigste. Und habe unterwegs noch meine Banane gegessen. Habt ihr vielleicht gesehen, wenn ich das Bild eingeblendet habe? Ich weiß nicht. Und dann habe ich mir noch so eine Waffel geholt. Ich glaube, das war so eine Sandmann-Waffel, keine Ahnung, die gab es im Müller. Das war einfach von Sandmann, macht doch auch immer so Schokolade. Gibt es ja auch diese kleinen Mini-Schokoteile. Die erinnern mich voll an meine Kindheit. Die habe ich ja geliebt. Und ich glaube, es gibt auch noch Tafelschokoladen vom Sandmann. Auf jeden Fall war die halt ziemlich billig und ich hatte Bock auf so eine Waffel und einfach so eine, wie so die Manna-Waffeln, einfach so Waffel mit Schokolade. Und dann gab es noch zwei Crispy Rolls, die gab es für 50 Cent in so einer Zweierpackung. Und da habe ich mir dann eine noch davon geholt und beide dann auch gegessen. Also es war noch ein bisschen süß heute Nachmittag, aber ich hatte einfach Lust drauf und ich wollte nicht wieder mega eskalieren, deswegen habe ich mir so ein paar Kleinigkeiten geholt. Ich glaube, hätte ich mir eine Tafel Schokolade geholt, wäre die leer geworden. Und jetzt bin ich zu Hause, es ist jetzt 16:30 durch schon. Ich habe mir jetzt eine große Tasse Tee gemacht. Diesmal nicht die Zaubertasse von meinem Freund, weil die jetzt im Aufwasch ist, sondern so eine Milka-Weihnachtstasse mit der Sorte mediterraner Pfirsich. Ich bin ja momentan wieder ein bisschen auf einem neuen Teetrip. Ich liebe ja Blueberry Muffin, das wisst ihr ja eigentlich. Und ich wollte mal ein bisschen Abwechslung reinbringen und hat halt von so einer YouTuberin gesehen, dass der sehr lecker schmecken soll und habe den halt nachgekauft, weil der eben auch von Teekanne ist. Leute, der ist so lecker. Der schmeckt einfach wie heißer Eistee Pfirsich. Richtig geil. Schmeckt richtig gut. Also ich habe jetzt einen neuen Lieblingstee gefunden. Was heißt neuen? Ich mag beide sehr gerne, aber so ein bisschen Abwechslung quasi. Und dann habe ich mir noch jetzt einen kleinen Obstteller gemacht. Und zwar einfach eine Kiwi und einen Apfel. Das werde ich mir jetzt noch schmecken lassen. Und ein bisschen entspannen, die Füße hochlegen und ein bisschen YouTube gucken wahrscheinlich. Einfach mal ein bisschen, ja, runterkommen. Dann werde ich noch ein paar Videos versuchen zu drehen. Sport machen und dann gibt es schon wieder Abendbrot essen. Freue ich mich auch richtig drauf, weil ich habe heute, wie gesagt, nicht so viel gegessen. Heute früh mein Joghurt mit den Haferflocken. Und dann habe ich nur ein bisschen Schoki gegessen, bevor ich los bin und einen Kaffee getrunken. Dann gab es eine Banane, noch ein bisschen Schoki und jetzt gibt es noch Obst. Also nicht ganz so viel, von daher habe ich heute Abend ein bisschen Puffer und kann auch ein bisschen reinhauen. Mal schauen. Sport, wie gesagt, will ich auch noch machen. Mal gucken, was jetzt so rumkommt. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen entspannen und die Füße hochlegen, wie schon gesagt. Und mich in meinen Schaukelstuhl setzen, der wartet schon auf mich. Und genau, ja. Und die Klamotten kann ich euch auch gerne mal zeigen. Mal gucken, ob ich dazu ein extra Video drehe oder ob ich das dann einfach in dem Video hier mache. Mal gucken. Die müssen jetzt aber erstmal gewaschen werden. Genau, ja. Und ich freue mich jetzt auf mein Essen. So, mein Abendessen wird heute eine Gemüsepfanne. Einfach ein bisschen Zucchini, Zwiebeln, Paprika und hier ist schon ein bisschen Brokkoli drin. Und dazu gibt es dann einen leckeren Grillkäse. Genau, so groß ist der. Und da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ich freue mich so sehr. Ihr seht jetzt, danach gab es noch ein Brötchen getoastet mit Avocado und Käse und mit ein bisschen Letter. Und dann habe ich den High-Protein-Chocolate-Pudding von Ermann probiert. Richtig geil, war super, super lecker, kann ich euch echt bloß empfehlen. Und ja, damit war es jetzt eigentlich schon wieder mit dem Food Diary. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bleibt schön gesund, bis dahin. Ciao!